Das ist ein Teil des Edersees. Er streckt sich über mehrere Kilometer. Und hier sieht man eigentlich nichts, also keine Anlegestellen von Booten oder Campingplätze. Gar nichts. Der Teil ist relativ unberührt. Wenn man sich hier nicht auskennt, dann muss man wohl hier mal ein bisschen länger herfahren. Dann wird man auch attraktivere Teile dieses Edersees finden. Aber egal wie, es ist sehr schön gelegen. So, hier geht noch ein endloser Schienenstrang entlang. Direkt daneben die Straße, die neben oder um den Edersee führt. Weiß ich nicht ganz genau. Und hier hinten auf dem Parkplatz, da habe ich mich. Das sind natürlich im Moment ideale Zeiten. Wir haben heute, glaube ich, den 5.5. Hier sind so 21, 22 Grad und dann sind dementsprechend Fahrzeuge, Motorräder, auch viele Cabrios unterwegs hier vorne. Das ist wohl so eine Raststätte. Edersee. Das ist der 207cc von innen. Mit dem bin ich hier zum Edersee unterwegs, beziehungsweise auch schon angekommen. Macht da so viel Spaß, so offen zu fahren. Kann man gar nicht beschreiben. Ist so wie Surfen und Motorradfahren zusammen. Mal da verfolgt. Da hinten habe ich so einen. Kühlbox. Cola ist eiskalt geblieben. Wird einfach hier angeschlossen. 12 Volt. Und da kann man sich jederzeit bedienen, wenn man Durst hat. Windschott ist natürlich ideal. Schon erforderlich, wenn man gerne offen fährt. Die Scheiben habe ich im Moment einmal runtergemacht, runtergefahren, aber während der Fahrt auch bei 20 Grad ist es angenehmer, wenn die oben sind. Das ist der größere Teil des Edersees und hier bin ich schon überrascht, das ist ja riesengroß. Und hier ist eben auch was los mit Segelbooten.
Ja, der Edersee geht dann wohl auch nach links weiter und da oben, da kann man so ohne weiteres gar nicht hin. Das würde sich mal lohnen, so mit dem Bötchen aufzunehmen. Hinter mir hört man Motorgeräusche, Motorräder, Fahrzeuge. Das ist also die Straße, die um den Edersee führt. Schon eine feine Sache, ja.